Moin moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Elder Scrolls 5 Skyrim. Ich bin schon mal ein bisschen weiter gereist, habe noch ein paar Quests eingesammelt und wir sind jetzt vor dem Haus, wo angeblich der letzte Ethereum im Splitter ist. Und da wollen wir direkt mal beginnen. Das ist hier Zwergenruine im Zulf, die habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Mache jetzt mal schnell. Wenn wir einen schnellen Wegpunkt haben, um irgendwie mal hier schnell zu reisen. Genau. Aber ich muss hier unten in den Lager. Muss mal ducken, falls da Gegner irgendwie auf uns warten. Aber da unten ist Katria. Da seid ihr ja. Geht mir doch bitte bei dieser Tür zur Hand. Ja, ja, machen wir gleich. Leer. Erstmal suche ich das hier. Oh, aufschließen, Lehrling. Na komm. Noch ein Stück. Mein Gott. Dann halt, wird halt wirklich ein bisschen unvorsichtig. Oder was heißt unvorsichtig? Geduldig. Bei diesen Farben. Wie heißt der jetzt nochmal Schlüssel, Skelettschlüssel hat? So. Oh, nochmal Lehrling. Alles dient dazu, auf den Spielfortschritt weiterzubringen. Tja, ich bin hier drinnen. Tor-Experte, auch das öffnen wir auch. Um halt die Erfahrungspunkte mitzunehmen. Okay, das ist noch da. Ein bisschen zurück, denke ich. Stück. Sehr gut. Ja, bitte schön. Alles gut gekommen. Und den letzten Splitter. Danke nochmals für eure Hilfe. Das ist der letzte, oder? Es ist höchste Zeit. Wir treffen uns bei der Schmiede. Okay. Wir sollen zur Schmiede kommen. Hier oben sind zwei Truhen. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Wo befindet sich denn die Schmiede? Nee, habe ich die Quest jetzt gar nicht mehr ausgefüllt. Ausgerüstet. Das kann sie uns auch nicht sagen. Mit Hilfe finde ich hier Tilgungsbrüche, aus denen der Schlüssel zur Schmiede besteht. Und befinde mich nun auf der Suche nach dem Eingang der Schmiede. Okay. Den Eingang der Schmiede müssen wir auch noch suchen. Na gut. Alles klar. Werden wir dann auch das nächste Mal machen, weil ich keine Ahnung habe, wo das ist. Jetzt hier stundenlang zu suchen. Nee. So. Was wollen wir denn mal als nächstes machen? Was Schönes. Ja, wir haben jetzt was Schönes bei Verschiedenes. Finde Runils Tagebuch in Südrand Heiligtum. Das sollen wir doch mal gucken, wo das ist. Ja, Südrand Heiligtum, da. Schnell reisen wir nach Helgen, wo unsere Reise begann. Durch Helgen? Nein. In den Helgen ist auch alles voller Gegner, so wenn ich das weiß. Wir werden nach hier oben gehen. Zutaten mit. Und danach müssen wir, glaube ich, ganz dringend unser Inventar schon wieder aufräumen. Ja, es ist bald soweit, Freunde. So, wo gehe ich denn jetzt mal her? Hier oben entlang. Ich glaube, das sollte richtig sein. So, ist auch irgendwie eine Festung, ja. Bestimmt Gegner auf uns warten, aber auch hier haben wir es jetzt erstmal nicht abgesehen. Ah, da stehen ein paar Männchen.
den Weg anzeigt? Nee, leider nicht. Schade, schade, schade. Ich wollte es verholen. Also wie ich sowieso mal auf Suche nach einem bestimmten Schrei mich machen möchte. Beziehungsweise auf die Suche nach allen drei Worten davon. Das ist hier nicht richtig. Welle heißt, glaube ich, dieser Schrei. Habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt, wenn ich mich recht entsinne. Und den möchte ich auf jeden Fall haben. Das ist im Prinzip mein Lieblingsschrei, weil er halt wirklich sehr praktisch ist. Aber dazu muss ich erstmal gucken, wo ich den finden kann. Ich meine, einfach durch Spielen würde ich ihn auch finden. Aber wer weiß, wann ich das schon alles zusammen habe. Ne? So, Schneebären damit. Ich würde jetzt gerne hier links rum. Irgendwie. So, keine Ausdauer mehr. Also ich glaube, dieser Weg ist gar nicht mehr so schlecht. Werdet nicht die Oberhand gewinnen. Zack, erledigt. Bin ich mal gespannt, was die anderen dazu sagen muss. Vampirrüstung der Beschwörung. Was? Gut gemacht. Wir haben diesen Schergen schon lange verfolgt. Ich möchte mich im Namen der Wächter bei euch bedanken. Seid ihr ein Wächter von Stendal? Ja, unser Orden wurde nach der Oblivion-Krise gegründet. Wir widmen unser Leben dem Kampf gegen die Dätrische Bedrohung, wo immer sie auch in Erscheinung treten mag. Unsere Ordensvertretung ist in der Halle der Wachsamkeit einquartiert und wird von Bewahrerin Cassette angeführt. Je nach Bedarf sorgen wir für Heilung und Gerechtigkeit. Wer ist Stendal? Er ist der Gott der Gnade, Tamriels Schutzherr der Ordnung und der Gerechtigkeit. Wir bringen seine Barmherzigkeit an Orte, die keine Barmherzigkeit kennen, indem wir all jene läutern, die seine Kinder verletzen würden. Ihr jagt Daedra? Und alle anderen Abscheulichkeiten, die Jagd auf die Sterblichen machen. Vampire, Werwölfe, Hexen. Aber die Daedra sind am schlimmsten. Ihre kalte Verachtung unseres Lebens ist dem Gott der Gnade zuwider. Okay, alles klar, tschüss. Die Wächter werden über euch wachen. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stendal. Lasst euch mit den Daedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Okay, alles klar. Ihr werdet mich erbarmungslos jagen. Aha. Aber nicht sehr nett von euch. Ich würde jetzt mal so behaupten. Aber wieder neue Leute kennengelernt. Von Ninja. So lernen wir auch mehr über die Geschichte dieses Spiels. Allgemein eigentlich wirklich sehr interessant ist. Es sind halt sehr, sehr viele kleine Geschichten. Auch die Hauptgeschichte oder die Hauptquest allgemein, die ist jetzt nicht so groß, ist so lang, sage ich jetzt mal. Die steckt natürlich voller Informationen, aber ist jetzt nicht das, wo ich sagen würde, längere Geschichte habe ich nie gehört. Definitiv nicht. Das muss es sogar nicht. So, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich bin da. Was bin ich hier? Ein bisschen Gegner. Hätte ich jetzt Druckwelle, hätte ich gucken können, ob hier ein Gegner ist. Ja, da steht einer.
Gehen wir mal in Südrand Heiligtum rein. Oh, das sieht aber trotz Schnee sehr, sehr grün hier aus. Was war das? Hier eigentlich gehen. Da war eine Falle auf die Tür gewirkt worden. Wenn ich dagegen gelaufen, hätte ich ordentlich Schaden bekommen. Das wollte ich irgendwie natürlich finden. Ha, du da oben. Tschüss. Hast du runtergerutscht? War das? Du hast eine schöne Pirouette gedreht. Das ist ein Hühnchen. Und wir schließen die Käfigtür einfach mal auf, um die Erfahrung zu bekommen. Kürbis? Was ist denn Kürbis? Ich weiß, was ein Kürbis ist, aber... Warum hat das eine Hitbox? Okay. Was ist der Fuchs? Was ist der Fuchs so? Der Fuchs heißt Kürbis. Warum heißt du Kürbis? Okay. Tut mir leid, aber jetzt heißt du nicht mehr Kürbis. Doch erstmal unten drin gucken. Spinnen? Spinnen, bestimmt. Ich habe vielleicht zwei Wege, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Da ist das Spinnen. Fehlt noch. Wann kommt sie hier um die Ecke? Jetzt. Perfekt. Sehr schön. Hier ist eine Truhe.
Bitte, schneidet mich los. Ich hatte damit bisher schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber... Na gut, weil ihr es so wünscht. Okay, dazu besitze ich nicht genügend Magika. Okay, schon ein Schwert. Das weiß ich, dass das kann. Verdammt! Danke, dass ihr mich dort herausgeholt habt. Baschnaks Zirkel hat mich davon gejagt und mich hier unten meinem Schicksal überlassen. Die Spinnen überlebt niemand lange. Bitte, helft ihr mir hier heraus? Ja, klar. Wenn die Luft rein ist, versuche ich zu fliehen. Zirkel? Was meint ihr damit? Baschnaks Zirkel von Magiern. Wir, oder vielmehr sie, leben hier. Sie haben recht deutlich gemacht, dass ich nicht mehr willkommen bin. Okay. Weshalb gehört ihr nicht mehr zum Zirkel? Ich ging für ein paar Tage nach Rifton. Als ich zurückkam, warf Baschnak mir vor, ich hätte ihn an die Talmor verkaufen wollen. Ich wurde verflucht und davongejagt. Okay. Was wolltet ihr in Rifton? Meine Tochter kam in das Waisenhaus dort, als ich der illegalen Totenbeschwörung beschuldigt wurde. Ich hatte keine Chance. Fliehen oder sterben. Damals habe ich mich Baschnak angeschlossen. Aber es verging kein Tag, an dem ich nicht an Savela dachte. Also stahl ich mich davon in der Hoffnung, sie zu finden und mit ihr davonzuschleichen. Aber sie war fort. In einem anderen Waisenhaus. Oder adoptiert. Oder... Ich wusste nicht, was ich sonst tun sollte. Und so kam ich zurück und hoffte, dass mein Verschwinden niemandem aufgefallen sein würde. Wie geht es euch? Es geht mir besser. Aber Baschnaks Fluch wird mir noch einige Wochen lang anhängen. Schafft ihr es hier raus? Baschnak hat mich verflucht. Ich kann jetzt keinen Zauber wirken, um mein Leben zu retten. Ich muss warten, bis der Weg nach draußen sicher ist. Okay. Es ist nicht sicher, wartet hier. Bitte sagt Bescheid, wann es sicher ist zu gehen. Mhm. Es geht mir besser. Aber Baschnaks Fluch wird mir noch einige Wochen lang anhängen. Okay. Die werde ich auf jeden Fall mal markieren, die Quest. Ja, beide markiert. Ja, du bist so. Das Tor. Wo stehst du? Im Tor. Und versteckt. Bitte! Jemand muss etwas unternehmen. Baschnak ist das. Entschuldigung, wenn ich gerade so ein bisschen ruhiger war. Okay. Machen wir mal dahinter. Die ist hundertprozentig hier. Oder die Person. Ja. Also wenn die mich entdeckt, sind die ganz schön schnell kaputt. Okay. Alter, Löchchen, wer bist du denn? Wer warst du denn? Oh, makelloser Granatstein. Stab des Heldenmutes. Nehmen wir doch alles mit, obwohl wir gleich schon wieder voll sind. Dann werden wir wahrscheinlich den Stab des Heldenmutes abgeben. Das dann reicht. Oh, meine Pfeilvorräte schwinden schon wieder ins... Ja!
Tagebuch, sehr schön. Aha. 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 Ich ertrage zu viel, ich kann nicht rennen. Waffen. Ja, hau rein. Ciao. Gehen wir einmal kurz zu der Dame hier zurück und sagen, dass der Weg jetzt eigentlich. Ich werde eine Weile nicht ich selbst sein. Ja, ja. Ich muss einfach hier herauskommen und mich erholen. Baschnak hat mich verflucht. Der Weg nach draußen ist gesichert. Danke. Wenn ich meine Tochter finde, dann nur dank euch. Ja? Wie ist das jetzt? So. Ich will nochmal den anderen Weg entlang laufen hier. Jetzt hier rechts. Da noch irgendwas, das hat es auf mich gewartet. Ich habe ja im Prinzip den längeren Weg einfach genommen. Etwas auf dem Boden. Vorne und Miete. Perfekt. Was ist denn jetzt mit der Dame? Die bewegt sich ja gar nicht. Erstmal Bücher. Wir haben doch hier vorhin so ein teures Buch bekommen oder gefunden. Was war das nochmal? Das hatte einen Wert von 55. Tagebuch hier, bam bam bam. Entschuldigung, ich musste mich mal gerade eben muten. Ich musste niesen. Okay. Will jetzt die Dame endlich raus oder nicht? Ich frag sie nochmal. Sie jetzt hier raus möchte. Aber jetzt ist sie hier definitiv sicher. Ja? Was macht ihr denn da? Ja, jetzt komm mit. Na gut, wenn du nicht willst, dann hast du schon. Okay. Dann werde ich jetzt einfach mal die Quest rauslöschen. Auslöschen, also nicht mehr auswählen. Mal gucken, bis er irgendwann verschwindet. Aber so ist das ja schon ein bisschen doof. Tja. Ich hätte mir halt noch vorstellen können, ich gehe jetzt hier draußen raus und dann steht sie neben mir. Aber dann werden wir jetzt einfach mal. Sie hätte mit mir kommen können. Aber sie wollte nicht. Hat sie Pech gehabt. Vielleicht mache ich das später nochmal. Immerhin. Vielleicht ist die Quest auch absolut buggy. Ich habe keine Ahnung. Bringe Berits Asche zu Ungel. Okay, das können wir dann danach noch machen, weil wir eh zu Ungel müssen. Ich werde jetzt erstmal schnell reisen, nämlich nach Weißlauf. Denn ich muss mein Inventar ausleeren. Und vorher will ich aber noch eine Sache machen. Was ist es? Tag. Sehr schön.
Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Worüber habt ihr bei den Wert gestritten? Saphir gefällt es nicht, dass ich so viel Zeit mit der Suche nach dem alten Schwert meines Vaters verbringe. Er hat seine gesamte Familie mit dem Gold ernährt, das er mit dieser Waffe gemacht hat. Ich werde nicht zulassen, dass es im Trophäenzimmer irgendeines Diebes verstaubt. Braucht ihr Hilfe, um das Schwert zu finden? Ich habe es bis zu einer Gruppe Banditen in der Nähe verfolgt. Aber ich mache mir nichts vor. Um mir mein Schwert zu holen, bräuchte ich die Hilfe der Wachen von Weißlauf. Oder ich müsste die Gefährten anheuern. Ich weiß zwar nicht, warum ich das sage, aber wenn ihr auf euren Reisen darauf stoßen solltet, wäre ich euch sehr dankbar. Ja. Ne? Wenn ihr dieses Schwert findet, bringt es bitte zu mir. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage nicht stimmt? Seht euch nur gründlich um. Ich bin sicher, ihr findet, wonach ihr sucht. Und wenn nicht, alles stimmt. Für manche ist es Rausch. Für mich sind es Schätze. Ich möchte nämlich Pfeile kaufen. Alle Pfeile, die du hast, will ich haben. Ja, passt. Kann ich dir irgendwas Gutes tun? Nö. Ja, 5800 Gold, das reicht. Bitte kommt wieder. Ich. Okay. Kommt doch mal in Belethors Laden am Markt vorbei. Ja, wir haben ja, bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Okay. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Eine Notiz von jemandem namens Kaltzelmo in Markart. Das war's dann wohl. Ich muss los. Kaltzelmo Markart, den kennen wir doch auch schon. Gucken wir doch mal rein. Was könnte das? Brief von Kaltzelmo. Bringe Zwergenpfeil zu Kaltzelmo. Mir ist so umgekommen, dass ihr ein Objekt namens Zwergenpfeil aus Belethors Gemischtwaren geborgen habt. Ich bin mir nicht sicher, wie solch ein Objekt dort enden konnte, aber ich benötige eines für meine Forschung. Wenn ihr es noch besitzt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr es zu mir nach Markart brächtet. Falls ihr es nicht mehr habt, könntet ihr auch ein anderes besorgen. Ich werde euch großzügig entlohnen. Herzlichst, Kaltzelmo. Ja, der fand uns eigentlich aber nicht so nett, ne? So, auf jeden Fall gehe ich jetzt in Riesenheim. Dann beende ich für heute die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal und vielleicht aktiviert ihr auch die Glocke. Und ich würde einfach mal so sagen, bis dahin, ciao!